Mentale Gesundheit und das Wohlbefinden beziehen sich auf die Gesundheit unserer Psyche und die Qualität unserer Beziehungen. Sie beeinflusst unsere Gefühle, Gedanken, Stimmungen, unser Verhalten und unsere Beziehungen zu Menschen in unserem Umfeld. Sie beeinflusst auch, wie wir mit den Höhen und Tiefen des Lebens umgehen können. Wie wir uns fühlen, ändert sich ständig, genauso wie sich die Dinge um uns herum ändern. Manchmal sind wir aufgeregt und glücklich, ein anderes Mal fühlen wir uns traurig, gelangweilt oder gestresst. Es ist völlig normal, sich niedergeschlagen, ängstlich oder überfordert zu fühlen, vor allem in schwierigen Situationen. Meistens gehen diese Gefühle recht schnell vorüber, aber manchmal entwickeln sie sich zu ernsteren Problemen und beginnen, unser tägliches Leben zu beeinträchtigen. Das kann jeden treffen und ist häufiger, als man denkt. Du bist nicht alleine mit deinem Problem und es gibt genug Menschen, die sich genauso fühlen wie du. Wichtig ist es nur, dass darüber gesprochen wird. Mir hilft es immer, wenn ich mir eine Zeit für mich nehme und einfach nur alleine bin, nichts tue, mich mit nichts hetze, wenn ich irgendwie weiß, ich habe noch irgendwie was zu erledigen. Außerdem lese ich sehr gerne in der Zeit und auch sehr viel, egal ob es Romane sind, in die ich mich hineinversetzen kann oder auch irgendwelche sachlichen Bücher, die mich weiterbringen. Was mir in letzter Zeit besonders geholfen hat, ist einfach im Tagebuch ein bisschen zu schreiben, ein wenig zu journalen, einfach seine Gedanken loszulassen über Gott und die Welt, über das, was man gerade nachdenkt, über das, was gerade passiert und am Ende vielleicht auch nochmal aufzuschreiben, wofür du eigentlich dankbar bist. Hallo ihr Lieben, ich werde mich bei euch heute auch mal persönlich. Ich habe mir gerade meinen ersten Coffee of the Day gemacht. Ja gut. Ich habe gerade auf jeden Fall Uni, der letzte Kurs für heute. Wir haben ja ab dieser Woche alles online, worauf ich mich übrigens sehr freue. Online-Uni hat so Vor- und Nachteile, aber ich bin eigentlich ganz happy darüber, gerade wenn ich jetzt raussehe. Und da ist es einfach nur grau und es ist so ein Grad raus. Da möchte ich nicht rausgehen, von daher bin ich ganz happy. Es ist ja noch nicht offiziell so, aber bei uns an der Uni durftest du sozusagen selber aussuchen, ob du online oder lieber in Präsenz machst. Also der komplette Kurs, Jahrgang, wie auch immer. Und bei uns hat halt unser kompletter Kurs dafür gestimmt, deswegen ja, bin ich da auch ganz froh darüber. Ich hatte gestern einen nicht guten Tag und ich weiß nicht, ich dachte, ich spreche mal drüber. Einfach, weil es glaube ich sehr, sehr vielen so geht und ich glaube, hätte ich so ein Video irgendwie schon letztes Jahr gesehen, dann würde es mir oder hätte es mir eventuell mehr geholfen, weil ich letztes Jahr extrem so eine Phase hatte. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, ich habe öfter mal so Tage, wo es mir einfach nicht gut geht und es ist nichts speziell vorgefallen. Es gab keinen Streit oder irgendeinen Auslöser dafür, dass es mir nicht gut ging. Mir ging es einfach mental nicht gut. Und zwar so, dass ich nicht aus dem Bett wollte. Es war Gott sei Dank gestern nicht so, dass ich sage, okay, ich will nur die Decke über den Kopf ziehen und lasst mich alle in Ruhe. Und ich hatte wirklich Lust auf gar nichts, so gar nichts, gar nichts. Also auf kein Handy oder irgendwie sowas. Das hatte ich tatsächlich sehr, sehr oft letztes Jahr. Ich habe darüber super viel mit meiner Therapeutin gesprochen und allgemein kann ich es euch einfach empfehlen. So, wenn ihr merkt, ihr habt mentale Probleme oder fühlt euch bei irgendwas unwohl, dann sucht euch eine Therapeutin. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich eine Therapeutin habe. Ich habe das Thema ja ganz lange auf YouTube gar nicht angesprochen, aber ich bin tatsächlich seit Februar da und ich muss mir sagen, es hat mir bisher so doll geholfen, bei sehr, sehr vielen Sachen sie einfach zu verstehen, die ich vorher nicht verstanden habe. So, wieso geht es mir so oder wieso passiert das und das und so reagiere ich drauf. So all die ganzen Sachen. Und ich habe halt, wie gesagt, auch mit ihr darüber ganz viel gesprochen, wie das alles allgemein so ist, wie das kommt und wenn du halt Probleme. Es hört sich immer so doof an, wenn du sozusagen Probleme hast und es ist völlig normal, Probleme zu haben, sehr, sehr viele haben die,
dann braucht dein Körper einfach Zeit, diese zu verarbeiten. Und die Zeit nimmt er sich, indem du dann halt zum Beispiel einen kompletten Tag im Bett bleibst. Oder wenn du morgens das Gefühl hast, du musst jetzt eine Stunde länger liegen bleiben. Und natürlich, du kannst das auch. Ich bin aktuell in einer ganz guten Lage, dass ich entscheiden kann, wann ich aufstehe, mehr oder weniger. Oder dass ich halt da Prioritäten setze. Für dich mag es vielleicht nicht so wichtig sein, wenn du sagst, okay, du stehst jetzt um 7 oder stehst jetzt um 8 auf. Aber für deinen Körper und gerade wenn du das auch irgendwie so anzeichenmäßig merkst, für deinen Körper macht diese eine Stunde extrem viel auf. Natürlich ist es jetzt auch keine Entschuldigung irgendwie von wegen, oh ja, ich schlafe jetzt einfach mal eine Stunde länger, weil mein Körper braucht es ja, dass es sozusagen als Ausrede gilt. Darum geht es hier gar nicht. Aber auf jeden Fall, ja, ich habe den ganzen Tag dann gestern wirklich damit verbracht, am Handy zu sein. Ich habe nichts gemacht. Ich bin sehr stolz auf mich gewesen, dass ich überhaupt mein Gesicht gewaschen habe und dass ich mich eingecremt habe. Und es sind so Baby Steps irgendwie, über die man ja eigentlich so normal im Alltag einfach macht. Und für viele ist das nichts Besonderes, aber gerade wenn du so einen Down-Tag hast, dann ist es schon ein kleines Accomplishment. Und auch meine Therapeutin, ich werde jetzt ganz oft sagen, meine Therapeutin, es tut mir jetzt schon leid, aber sie hat mir also die Tipps gegeben und ich dachte, ich erzähle die euch mal so weiter, weil ich die eigentlich echt gut finde. Und vielleicht struggelt der ein oder andere ja auch von euch damit. Es hat halt unglaublich viel mit dem Mindset zu tun. Und wenn du es geschafft hast, aufzustehen und auch dein Gesicht zu waschen oder Zähne zu putzen oder irgendwie sowas, was wirklich kleine Baby-Steps sind, dann kannst du darauf stolz sein. So, meine Speicherkarte war gerade voll. Deswegen tut mir leid, falls jetzt irgendwie anders steht. Auf jeden Fall nicht wundern, wenn ich jetzt ein bisschen wirr rede. Ich habe mir gar nicht so einen Plan gemacht, was ich sagen wollte. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich war gestern nur am Handy. Als Philipp nach Hause gekommen ist, ich hatte noch 7% Akku und ich war schon im Stromsparmodus und das ist für mich normalerweise schon viel, wenn ich dann bei 7% bin, um, weiß ich nicht, kurz vor 6. Ich habe gestern sogar Netflix angefangen, nach anderthalb Folgen hatte ich keine Lust mehr, weil ich auch irgendwie nebenbei am Handy war und es war mir schon zu viel, beide Sachen zu konzentrieren, aber ich konnte auch nicht irgendwie mich nur auf eine Sache konzentrieren, also auf die Serie, deswegen habe ich mich entschieden, am Handy zu sein. Ich habe Mittagsschlaf gemacht, ich habe mir Essen bestellt, weil ich keine Lust hatte, mir was zu essen zu machen und auch nicht so wirklich... Ja, keine Motivation für nichts und es ist völlig normal, dass du so einen Tag hast, wo man sagt, du willst gar nichts machen und einfach nur im Bett liegen. Und ich war dann irgendwann gestern auch an dem Punkt, wo ich war so, boah, das Bett wird jetzt ganz schön unbequem, ich finde keine Position mehr so wirklich. Aber ich hatte auch nicht mehr Motivation, dann aufzustehen und aus dem Bett rauszugehen. Ich habe den ganzen Tag mein Pyjama getragen, bis Philipp nach Hause kam. Und ich habe dann auch mit Philipp geredet und allgemein kann ich euch darüber empfehlen, redet mit jemandem drüber, dem ihr vertraut und der euch gut tut und redet am besten auch mit jemandem, der das versteht. Und es gibt Leute, die verstehen sowas überhaupt nicht. Dann finde ich, lohnt es sich auch irgendwie so gefühlt nicht so viel Zeit darin zu investieren, das denjenigen zu erklären. Es gibt Leute, die musst du langsam daran ranbringen und auch gerade wenn, je nachdem, was die Person selber für Struggles hat oder mentale Probleme, ob die schon mal bei der Therapie waren oder irgendwie nicht, verstehen sie es oder verstehen sie es nicht und das musst du dir halt auch immer wieder bewusst machen. Die Person weiß nicht, wie es ist, dass du den ganzen Tag im Bett warst, hat nichts damit zu tun, dass du faul bist, sondern einfach, dass dein Körper erschöpft ist, dein Körper braucht Ruhe. Und eigentlich ist es halt auch was Gutes, wenn du das den ganzen Tag machst. Komme ich gleich zu. Auf jeden Fall, genau. Versuch dann der Person einfach kurz knapp zu erzählen. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Person kann es halt dann nicht nachvollziehen, aber es weiß ich nicht. Ach, ich finde es auch schwer, sowas dann irgendwie jemandem zu erklären, der dafür nicht so 100% Verständnis hat oder halt noch nie so in der Lage irgendwie war. Jemanden auch in der Familie hat, bei dem es so ist. Ich bin sehr froh, dass ich bei meiner Familie da sehr viel Halt bekomme. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte... Dein Körper braucht diese Pausen, um sozusagen das, was du erlebt hast, um es halt zu verarbeiten. So, das heißt, dass du nach einer Therapiestunde, dass du das, was da alles wieder aufgewühlt worden ist, wenn ihr über irgendwas geredet habt, ihr halt darüber dann, dass ihr dann einen Tag später oder irgendwie so eine Ruhephase braucht, weil euer Körper muss das verarbeiten, was ihr gehört habt. Oder allgemein, wenn du sehr, sehr viel erlebt hast, was jetzt bei mir am Wochenende zum Beispiel irgendwie war. Also irgendwie war viel los, irgendwie auch nicht, keine Ahnung, ist schwer zu beschreiben. Aber auf jeden Fall habe ich super viel gemacht und war dann an dem Punkt, ich kann gerade nicht mehr. Nicht vor Erschöpfung im Sinn von, oh Gott, ich habe so viel gemacht und jetzt so, ne? Sondern einfach so, es war mir zu viel, mental auch einfach, dass ich dann war, okay, ich muss mich jetzt einfach einen Tag nichts machen. Und mir geht's gut, heute. Es ist dann halt wirklich so ein Tag, was du dir am meisten bewusst machen musst, ist einfach, es ist okay. Du hast so einen Tag und wenn es auch mehr als ein Tag ist, dann ist es okay.
guck, wo du auch Abstriche machen kannst. Irgendwie ändere deine Prioritäten, wenn du merkst, das kommt öfter vor. Wurde mir auch auf jeden Fall noch bei der Therapie gesagt, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe auch mal geguckt und für mich ist jetzt zum Beispiel jetzt so, ich kann mal einen Unikurs ausfallen lassen. Das ist für mich jetzt nicht die Welt und das hilft mir schon halt, dass ich einfach das weiß und das auch umsetzen kann. Und dann habe ich gestern halt einfach dann, als Philipp da war, habe ich mich natürlich auch direkt wohler gefühlt. Und dann haben wir einfach noch einen entspannten Abend gehabt. Ich war dann auch Gott sei Dank im gleichen Zimmer wie er und er hat gezockt und ich habe auf dem Fernseher YouTube geguckt und all sowas und das war dann auch schön. Ich habe dann abends noch gelesen und das war dann so, okay, ich habe so meine Stunden oder fast den ganzen Tag hatte ich meine Downphase und jetzt zum Abend hin wurde es besser und ich habe dann auch nichts mehr irgendwie gemacht von wegen, ich muss jetzt unbedingt noch was erledigen, damit der ganze Tag nicht unbedingt so richtig sinnlos verstrichen ist. So, und ich wusste aber auch, es ist jetzt nur ein Tag, morgen wird es mir besser gehen, sprich heute. Mir geht es auch besser. Es hat halt super viel mit deinem Mindset zu tun und das versuche ich halt auch gerade irgendwie zu ändern. Keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Aber genau, das ist auf jeden Fall so auf dem neuesten Stand. Und einfach, wenn ihr wisst, wenn ihr mal einen Downtag habt, dann ist es so und ihr seid da auf jeden Fall nicht alleine. Und ich kann es euch, wie gesagt, auf jeden Fall nur empfehlen, Therapie in Anspruch zu nehmen, wenn es irgendwie geht. So, aber jetzt mal zu ganz anderen Sachen. Wie gesagt, ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee. So, ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee fertig. Höre die letzte Vorlesung zu Ende, dann mache ich mir was zu essen. Und dann wird ja auch schon aufgeräumt. Ich mache mich ein bisschen fertig. Philipps Großeltern kommen nachher, darauf freue ich mich auch. Philipp wird dann auf eine Schule, fährt sie jetzt auch wieder bald zu Hause. Und dann weiß ich auch einfach, heute wird ein besserer Tag. Ich kann ein bisschen was erledigen. Ich gehe noch einkaufen. Sagt, heute ist ein neuer Tag. Ihr habt eine neue Chance, neu anzufangen. Und dann macht das einfach. Und dann geht es auch. Und selbst wenn es ein paar Tage länger sind, in denen ihr sozusagen nichts macht. So, wenn der Haushalt liegen bleibt oder irgendwie so, dann ist es so. So, stört ja jetzt in der Hinsicht auch niemand. Nur das ist jetzt nicht der Weltuntergang irgendwie so. So, ich mache mir jetzt hier gerade mittags. Einfache Restverwertung mit mir noch Gnocchis, Zucchini und rote und gelbe Paprika. Und dazu mache ich mir gleich noch ein Spiegelei. Großeltern sind jetzt gerade gegangen. Ich muss mich jetzt beeilen. Eigentlich sollte in 20 Minuten das Video von mir online gehen. Vlogmas Teil 4. Also kommt es halt ein bisschen später online. Ich habe es nämlich noch nicht geschafft zu schneiden. Aber dann mache ich das jetzt schnell. So, wir haben Essen bestellt. Ich habe mir hier gebackene Rollen mit Lachs. Und dann habe ich hier noch normale Makis mit Garnele. Und einmal noch mit Lachs und Avocado. Dazu bearbeite ich jetzt noch mein Video fertig und ich schaue dabei die Vlogs von Emma Chamberlain. Meine H&M-Bestellung angekommen. Das hat mich echt gewundert, weil es war irgendwie 19 Uhr und ich wusste nicht, dass Hermes bis 19 Uhr überhaupt noch ausliefert. Aber ich dachte mal, ich zeige euch die. Auch nur eine ganz kleine. Und zwar habe ich mir zu einem etwas fürs Badezimmer bestellt. Und zwar ist es ein Zahnbürstenhalter. Ganz einfach. Und zwar aus dem Grund, wir hatten bisher immer einen Becher. Und das Problem bei uns ist, wir benutzen halt Holzzahnbürsten, also oder allgemein nachhaltige Zahnbürsten, weil wir einfach keine Plastik mehr wollen. Und dadurch, dass dann halt Holz ist oder Bambus oder woraus auch immer unsere Zahnbürsten sind, unsere jetzigen sind auf jeden Fall aus Holz, aber ich glaube, wir haben auch welche aus Bambus. Und mein Akku blinkt sehr gut. Ist es halt doof, den Becher zu stellen, weil das Wasser dann natürlich da unten immer ist. Und das heißt, das Ende der Zahnbürste ist immer nass. Deswegen legen wir die aktuell immer nur rauf, was ja aber auch nicht so gut ist, weil wir wollen ja, dass sie eigentlich stehen, damit sie besser trocknen. Und deswegen habe ich das jetzt bei H&M gesehen und ich finde das eigentlich voll cute und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut. Deswegen das. Und dann habe ich mir noch zwei Klamotten bestellt. Das eine ist hier so ein Oberteil. Ich finde es gerade super schwer zu zeigen, aber im Grunde ist hier so ein bisschen der Colder und es hat halt einen offenen Rücken. Ich zeige euch das mal kurz am Model, damit ihr einfach mal seht. Also so soll es eigentlich aussehen. Ich habe tatsächlich gar nicht genau darauf geachtet, aber jetzt in Person muss ich nochmal sagen, gefällt es mir gar nicht so 100% gut, weil du halt hier so direkt den Verschluss hast. Ich dachte auch erst, es wäre kaputt, weil es hier so runterhängt, aber gut. Und hier an der Seite siehst du es halt auch so relativ offensichtlich. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob ich so ein Fan davon bin tatsächlich.
Musst du halt, glaube ich, eh was runterziehen. Weiß ich nicht. Mal gucken, wie es angezogen aussieht. Ich probiere es, glaube ich, heute Abend mal an. Und ich muss mich schnell beeilen. Mein Akku ist, wie gesagt, gleich alle. Und dann habe ich mir noch dieses Glitzerkleid hier bestellt. Es ist ein ganz einfach, simples mit Pailletten. Innen drin ist dann so Nude. Mal gucken. Hängt schon Farbe ab. Super. Aber ich glaube mal, das sollte auch passen. Und zwar mache ich nämlich mit meinen Girls am Wochenende eine Glitterparty. So eine ganz kleine private. Ich glaube, wir sind nur zu fünf oder so. Aber darauf freue ich mich und deswegen brauche ich noch ein paar Klamotten. Ich weiß noch nicht, was ich anziehe, deswegen hatte ich das jetzt einfach mal kurz bestellt. Mal sehen, was letztendlich rauskommt. Ich lade jetzt mal schnell den Akku auf. Online-Uni ist schon vorbei für heute. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen YouTube gucken und dann geht es auch, glaube ich, bald mal Haare waschen, weil ich muss unbedingt mal wieder Haare waschen. Bin schon langsam echt fertig, deswegen mache ich das mal, solange ihr jetzt aufladet. So, ich habe es geschafft. Ich bin aus der Dusche raus, habe meine Haare auch schon leicht angeföhnt. Ich habe nämlich gelernt, dass man Haare gar nicht unbedingt naturtrocknen lassen soll. Nicht naturtrocknen, Luft trocknen lassen soll, sondern tatsächlich den Ansatz anföhnen soll. Genau, das versuche ich jetzt immer zu machen. Deswegen hier ist schon ein bisschen trocken. Der Rest muss noch trocknen. Mal sehen. Aber ich glaube, ich mache mir morgen eh Locken rein. Aber ich muss sie dann jetzt nicht noch mehr Hitze zufügen, indem ich sie jetzt komplett trocken föhne, weil ich bin ja eh zu Hause. Auf jeden Fall habe ich einfach nur Emma Chamberlains Videos die ganze Zeit weitergeguckt. Ich bin richtig, richtig obsessed mit ihr. Ich habe aufgeräumt, ich habe Mittag gegessen. Ich habe Pakete ausgepackt und zwar nicht nur das H&M-Paket, sondern noch ein Paket für das Badezimmer. Und zwar habe ich bei Made noch ein Regal bestellt. Und außerdem ist auch noch ein Paket angekommen für eine Kooperation, die ich vermutlich morgen shooten werde. Deswegen ist es ganz gut, dass das auf jeden Fall kam. Sieht übrigens so blass aus. Ich freue mich, wenn ich jetzt die Tage wieder Self-Tan benutzen kann. Aber weil ja Samstag die Party ist, will ich das, glaube ich, erst Freitag machen oder so. Und gucken, bis dahin muss ich noch so blass bleiben. Deswegen also der Pullover, zumindest in der Kamera, der fasst meine Hautfarbe. In echt ist es nicht ganz so. Auf jeden Fall habe ich euch erzählt, dass ich Emma Chamberlain momentan super viel liebe. Ich keine Ahnung, wie oft ich jetzt ihren Namen in diesem Vlog gesagt habe. Aber ich bin richtig obsessed mit ihr. Das Ding ist, ich folge schon eine Weile auf Instagram. Und ich weiß, super viele finden sie toll. Also ich glaube, ich bin einer der Letzten, die sie jetzt irgendwie anfängt zu gucken. Und jetzt weiß ich nicht, irgendwie bin ich neulich drauf gekommen, einfach mal ihre Vlogs anzugucken. Und sie gibt mir so eine Ruhe und so einen Komfort irgendwie. Es ist so nice, einfach es anzugucken. Auch ihr Editing-Style ist halt so richtig einfach. Aber das finde ich halt voll nice und es passt auch so zu ihren, auch weil sie mit der alten Filmkamera filmt und so. Es ist mega nice. Auf jeden Fall habe ich mich dann auch wieder daran erinnert und wir haben es ja auch überall in den Vlogs gesehen, dass sie ja auch eigenen Kaffee rausbringt. Und dann habe ich einfach mal aus Spaß bei ihr auf der Kaffeeseite geguckt, weil ich auch weiß, das soll tatsächlich ganz gut sein. Dann könnt ihr mal sagen, ob ihr schon mal Kaffee von ihr probiert habt oder nicht. Auf jeden Fall habe ich dann nur so den Banner gesehen von wegen so, ja, Free Shipping bei Orders über 60 Euro in der EU. Und ich war so, da guckst du mal, ob du auf 60 Euro kommst und du hast das Quiz gemacht, so was, du, was für ein Kaffee zu mir passt und so. Und ja, letztendlich habe ich Kaffee bestellt. Es war so eine, bestellst du gerade wirklich Kaffee für 60, bestellst du bei ihr gerade wirklich für 60 Euro? Und im nächsten Moment habe ich schon auf Bestellen geklickt und ich war so, hier ist mein Freund auch mal sitzen, da habe ich also richtig ausgelacht und ich war so, ich muss auch dazu sagen, ich habe tatsächlich nicht auf die Mengenangaben geguckt und ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, 16 Euro für 340 Gramm ausgegeben, was echt nicht viel ist. Und da hat mich mein Freund dann auch echt ein bisschen gejudged, aber ich war so, naja, immerhin ist es nachhaltig und ich wollte es nur ausprobieren. Und ja, we will see. Ich glaube, heute passiert auch nichts Spannendes mehr. Ich warte auf Philipp, dass wir zusammen Kaffee trinken können. Aber es ist auch erst 15.20 Uhr und er ist erst in 2 Stunden zu Hause. Glaube ich. Das heißt, ich werde jetzt hier mein Mess aufräumen mit den ganzen Paketen. Ich weiß auch, ich sage in jedem Vlog, ich muss aufräumen, aber es fällt halt immer irgendwie wieder was an. Und da ich eigentlich gerade nicht so viel zu tun habe, also eigentlich schon für die Uni, aber ich mache es nicht. Ich schiebe alles wie immer bis zum letzten Drücker auf. Ja, muss ich das jetzt halt alles wieder machen. Ich habe vorhin schon Telefonate auch noch geführt. War ein bisschen produktiv, immerhin. Vlog für morgen, also das, was ihr jetzt gerade seht, werde ich jetzt auch nachher noch schneiden. Und ja, ich glaube, that's it.